So Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal um die hässlichsten iPhone-Cases, die sich jetzt schon hier drin in dieser Amazon-Verpackung befinden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! Also Leute, ich habe einem Kollegen von mir vor ein paar Tagen die Aufgabe gegeben, auf Amazon ein paar hässliche iPhone-Cases zu bestellen. Ich denke, ihr kennt alle diese ganz typischen Tier-Cases bzw. Lebensmittel-Cases, die dann so 3D-mäßig und viel zu groß für das Handy sind. Und zwar kommen mir hier schon die ersten Motive entgegen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das alles nach und nach im Detail an. Ich habe jetzt hier vor mir ein iPhone X und ein iPhone 8, weil er meinte, ich werde beide Geräte gebrauchen, um die Höhen zu zeigen. Deswegen legen wir jetzt einfach mal los mit der ersten Case. Und die sieht von außen so aus. Ist wahrscheinlich alles nicht wirklich qualitativ. Was heißt wahrscheinlich? Das ist alles nicht wirklich hochqualitativ. Und hier wäre die erste Case. Und Leute, ich bin ganz ehrlich, diese Case riecht genauso, wie man sich das jetzt wahrscheinlich vorstellen mag. Richtig schön nach Krebserregern und nach Gummi. Sieht so aus, ist fürs iPhone 8, denke ich mal. Müsste an der Kameraaussparung so erkennbar sein. Wir machen das Ganze jetzt einfach mal rein und dann haben wir hier unser iPhone. Ganz ehrlich, ich finde es gar nicht so schlecht. Also natürlich ist es für den Alltag nicht gut, ist es irgendwie belastend, aber also wenn ich jetzt ein Mädchen wäre und eine Handtasche dabei hätte jedes Mal und irgendwie auffallen will, also jetzt mal ganz ehrlich, ich dachte, ich mache mich voll über die Dinger lustig in dem Video, aber irgendwie, ich will nicht sagen, dass sie gut sind. Ich will sie euch auch nicht empfehlen, weil sie absolut unästhetisch sind, aber ich verstehe schon, wenn man die sich als Mädchen kauft. Wer sowas als Typ an seinem iPhone hat, dem kann ich leider auch nicht mehr helfen. No front an dieser Stelle, aber ich glaube einfach mal, dass keiner von euch so riesige 3D-Höhlen besitzt. Und what the fuck ist die riesig? Bei so Sachen frage ich mich halt auch immer, wer auf die Idee kommt und sowas herstellt. Zumal das hier oben einfach richtiges Plastik ist. Also hier diese Antennen, beziehungsweise halt, ja doch, die Antennen von der Giraffe sind halt echt aus Plastik. Ich glaube halt ganz ehrlich, dass diese Cases extrem funktionell sind und ihren Job, also das Handy zu beschützen, wirklich gut erfüllen, weil sie einfach so fett und so stabil gemacht sind, dass da, glaube ich, relativ wenig stabiler ist als sowas. Und auch die Hülle ist ja mal sowas von eklig. Ist einfach ein Schwein. Ja, lol, es ist einfach noch so ein Schweineschwanz da an der Seite dran, that's what she said. Wobei die Case hier jetzt auch einfach schlecht gemacht ist, weil sie auch hier seitlich einfach viel zu viel Luft hat und das Handy dadurch wahrscheinlich nicht ganz so gut geschützt wird. Deswegen, wenn ihr die Hülle kaufen wollt und euch denkt, wird mein iPhone gut geschützt, ist das alles safe. Also ihr seht, denke ich schon hier, wenn ich das so in die Hand nehme, es ist nicht 100% perfekt. Also alle, die sich jetzt Hoffnungen gemacht haben, dass die Case hier gut ist, die muss ich jetzt wahrscheinlich enttäuschen. Spaß beiseite. Eine Schweine-iPhone-Case. Die Hülle ist jetzt fürs iPhone X. Hier bekommt man ja sogar noch was dazu. Schutzfolien. Hä? Hier hat man halt einfach Zubehör. Also, hä? Man hat hier so einen Staubentferner, also diese Klebestreifen. Man hat, was auch immer das sein soll. Hä? Das ist auf jeden Fall ein Stift hier hinten, also so ein kleiner Stick, um das Display zu bedienen. Und man hat hier einfach noch zwei Schutzfolien mit dabei fürs iPhone X. Also ganz ehrlich, und man hat hier sogar noch Wipes. Dust Remove Wipes. Hä? Was? Bekomme ich jetzt sogar noch Service für mein Geld? Also Leute, wenn ihr den Panda- bzw. Stormtrooper-Look auf ein neues Level bringen wollt, holt euch die Case. Da ist sogar noch alles Zubehör mit dabei. Und ihr seid auf jeden Fall auch so auf dem Schulhof total up-to-date, was Style und Handyhüllen betrifft. Nicht. Und als letztes kommen wir zu einer Katze, die irgendwie nicht wirklich kooperativ aussieht, beziehungsweise nicht wirklich freundlich. Ich habe ihr bis jetzt nichts gemacht, sie nicht wirklich kritisiert und sie kommt halt direkt so. Ich meine, es ist alles dasselbe, es ist alles genau der gleiche Müll, es sieht einfach alles total scheiße aus. Teilweise liegen die aber ganz gut in der Hand, weil es halt auch doch irgendwie so ein bisschen griffig ist, dieses Gummi, und auch ein bisschen besser in der Hand liegt und ein bisschen runder in der Hand liegt und sich deswegen so ein bisschen anfügt. Aber am Ende des Tages sieht es halt einfach scheiße aus, deswegen, wenn ihr euch das kauft, kauft es euch einfach nicht, lasst es einfach. Spaß beiseite, Leute, das war's von diesem Video. Das waren die hässlichsten iPhone-Cases. Das soll wirklich nur so ein bisschen zur Unterhaltung dienen und nicht wirklich ernst gemeint sein. Wenn ihr mal ein Video wollt, wo ich gute iPhone-Cases zeige, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare.